bin Norm Kaspari, ich bin einer der Mitgründer von Vetweiss. Vetweiss nutzt Standardkameratechnik, um Schweine und Geflügel 24/7 zu überwachen und dadurch dem Landwirt eine Handlungsempfehlung geben zu können, damit er das Tierwohl, die Tiergesundheit, aber auch seine Farmeffizienz verbessern kann. Wir montieren Überwachungskameras an der Decke. Wir haben einen einfachen Server im Stall stehen. Die Kameras sind in diesem Server dann verbunden und auf dem Server läuft dann ein spezielles KI-Rechenmodell, was dann diese Kamerabilder auswertet. Das Modell ist dann so trainiert, dass das einzelne unspezifische Tier erkennt und dessen Bewegung im Raum über die Zeit analysiert, um dadurch quasi dann aus dieser Position im Raum, aus diesem Verhalten dann weitere Parameter hin wiederum ableiten zu können. Der Landwirt hat den großen Vorteil, dass seine Farmeffizienz verbessern kann, weil wir eben quasi eben mitteilen können, was im Stall passiert, während er selbst gerade nicht da ist. Denn die heutigen Landwirte stehen in Deutschland unter einem extrem hohen wirtschaftlichen Druck. Auf der einen Seite gibt es immer weniger Geld für das Tier. Auf der anderen Seite verlangt der Verbraucher und der Lebensmitteleinzelhandel deutlich mehr Tierwohl als früher. Das ist etwas, was für den Landwirten nur sehr schwer zu erreichen ist. Um ihm nun dafür sorgen zu können, dass der Landwirt nur dorthin geht, wo auch wirklich ein Problem ist, dafür haben wir die Technik, um ihm dafür ihm helfen zu können. Um sagen zu können, in dieser einen Bucht, bei diesem einen Tier, da gibt es vermutlich ein Problem, schau dir das mal an. Ohne das GITS, ohne die Gründungsberatung der Uni Oldenburg gäbe es in dieser Form uns heute so gar nicht. Ich bin sehr froh, dass ich damals als erstes dann doch beim GITS angefragt habe. Auf der einen Seite unglaublich unbürokratisch und flexibel, auf der anderen Seite aber trotzdem mit so viel Fachwissen, dass wir auch nie Sorgen hatten, dass es beim XIS-Stipendium auf der formalen Seite Probleme gibt. Das war eine schöne Kombi aus kurzer Dienstweg und trotzdem einer hohen fachlichen Expertise, um es dadurch halt dieses Stipendium überhaupt erstmal ermöglichen zu können und dann auch im Laufe dieser Zeiten uns zu begleiten. Ich bin Johannes, Mitgründer und Tierarzt von Vetweiss. Das XIS-Stipendium haben wir beantragt, weil es die einfachste und nachhaltigste Möglichkeit war, um ein Unternehmen aufzubauen. Wir konnten ein Jahr unserer Idee nachgehen, die optimieren, verbessern, ein Produkt aus dieser Idee bauen, ohne dass wir uns Geldsorgen machen mussten. Und ohne dieses Stipendium wären wir jetzt nicht hier. Das würden wir nicht schaffen. Der Sprung vom staatlich finanzierten Leben in die eigene Wirtschaftlichkeit war eigentlich ein relativ einfacher, weil wir während der Stipendienzeit das alles vorbereiten konnten. Und dann war das eigentlich ein nahtloser Übergang. Wir hatten schon die Kundenbeziehungen, wir hatten Verträge, das war dann einfach, es ging so weiter.